Hakuna! Mein Tata und ein herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark GG. Ja, wir haben heute viel vor. Viele Transporte, muy viele Transporte. Und deswegen aktivieren wir jetzt erstmal unseren Timer. So. Also, ich habe mich vorerst informiert, bis ich die ganzen Dinos nämlich auf diesem kleinen Floß hier rüberbringe. Dauert das wahrscheinlich Jahre. Und deswegen habe ich gesehen, dass andere YouTuber es geschafft haben, da eine Plattform drauf zu hauen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Oder wir versuchen es zumindest. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also wir haben hier erstmal, ich glaube, Hedge wäre mit am besten, oder? Wir versuchen uns einfach mal aus. So. Wenn ich da nämlich so ein paar Foundations drauf haue, dann ist das viel einfacher, mehrere Dinos auf einmal rüberzuholen. Und dann habe ich diesen Film nicht, dass ich da irgendwie achtmal hin und her fahren muss. Denn ich will ja auch ein bisschen weiter weg sein. Damit Deko mich dann nicht sieht. So. Erste Foundation geht klar. Funktioniert das überhaupt? Oh. Dann kommen wir erstmal ein bisschen näher ran. Ja. Machen wir mal so. Ich glaube, so ist ganz gut. Es hat gerade funktioniert. So. Aha. Ja. Ja, mehr schlecht als recht, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber kann ich hier noch mehr an den Seiten ran? Nicht wirklich. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, schade. Oder nach hinten vielleicht noch weg? Ceilings, sonst irgendwas? Also viel gebracht hat das jetzt nicht. Schade. Gut, dann schmeißen wir den Bruder hier wieder weg. Vielleicht gibt es auch eine andere Bauweise bei dem YouTuber, wo ich das gesehen habe. Der hat so mehrere Stecker da drauf gebaut. Aber das kann ich ja hinten und vorne vergessen. So. Hier oben sollte eigentlich unsere Base sein. Ich hoffe, uns klatscht hier vorne nichts. Biber, bitte Platz machen. Ich brauche jetzt nämlich meine Rambok. Nashorn muss mit am Start sein, natürlich. Wir gucken jetzt auch nochmal... Was ist das denn? Stegosaurus. Oh, Mojo. Wir schauen jetzt nochmal eben, ob unsere Gemüsefelder, ob die noch bepflanzt sind. Und hier haben wir einen neuen Rhino. Level 30. Also ich finde Rhinos jetzt ja extrem geil, weil sie so mega schnell sind. Da ist unser Haus. Das heißt, es muss irgendwo hier hinten sein, ja. Hä? Ah, hier, okay. Dachte gerade schon, die haben das alles zerstört. Okay, Fertilizer ist noch genug drin, ne? Ja, 48.000. Hm, hier ist auch noch genug drin. Nicht bepflanzt? Warte mal. Karotten? Kartoffel? Was war denn das? Mais war das, glaube ich, was ich noch brauche, ne? Oh, Fertilizer ist nicht durchgegangen dort. Dann brauche ich ganz schnell hier Mr. Stego und dann versuchen wir da natürlich noch was fertig zu kriegen. Ich hoffe, das war Mais. Maissamen hier am Start. Vielleicht nochmal ein bisschen Kaka mitnehmen? Nee, leider nicht. Aber wir haben ganz viel Kacke ja von unserem Paluten. Deswegen, da brauche ich gar keine Angst haben. Zimmern wir jetzt gleich noch ein bisschen Stimberries durch. Und dann sollte das eigentlich gehen. Apropos hier die ganzen Pflanzen. Deko und ich haben uns geeinigt, dass es circa... oder dass es ab der 30. Folge dann zum Goat Game kommen soll. Ich hoffe, bis dahin habe ich ihn natürlich schon komplett zerstört. Aber die ganzen Gemüsedinger, die brauchen jetzt ja noch ein bisschen. So, wir schnappen unser Nashorn. Mr. Kako war nicht unser Nashorn. Da. Rambo. Dich nennen wir jetzt auf jeden Fall Rambo. Option. Jetzt habe ich hier Name. Jawohl. Du bist natürlich Rambo. Granaten habe ich am Start, ne? Granaten habe ich hier. Jawohl. Die kommen natürlich auch mit. Fleisch habe ich genug. Ich snacke eh immer ein bisschen mehr, als ich eigentlich brauche, weil ich so viel habe. 500. Das ist so viel. Mehr Mehl. Bisschen wieder zurück. Können wir das wieder zurücklegen? Leider nicht. Dann müssen wir es irgendwie vergammeln. Lassen wir das hier drin vergammeln. So, das sieht gut aus. Habe ich sonst alles? Pfeile wären vielleicht gar nicht so schlecht. Das nehme ich nochmal mit. Das nehme ich nochmal mit. Bolas. Auf jeden Fall viele, viele Bolas. Falls es dann zum PvP kommen sollte. 5 Stück gehen durch. Und dann ziehe ich jetzt los hier mit Rambo. Attacke. Ab zum Floß. Und dann muss ich nur noch eine nette Brücke finden, wo ich dann rüber cruisen kann. Also mit einer Brücke meine ich so eine Landzunge, wo ich nicht ganz so weit gehen muss. Oh, mal lieber absteigen. Natürlich auf Ausdauer gehen. Ja. So, genug gefreut, Nashorn. Hallo.
Hallo! Jetzt ist wirklich keine Zeit, um zu kuscheln. Ich darf hier natürlich jetzt auch keinen Fight anfangen, ne? Ich weiß nicht, ob dieses Rennen gegen Dinos schon Damage macht. Wahrscheinlich schon. Deswegen aufpassen. Da dürfte das Floß sein, oder? Ja, okay. Bäm, Alter. Das Floß ist schon nur mit dem Nashorn vollkommen besetzt. Alter, scheiße. Wie soll ich das hinkriegen? Dann würde ich sagen, reiß ich... Oh, was steht da? Switch to block? Okay, das bringt aber alles nicht so viel. Ich reiß den Bruder hier ab. Und ab geht's. Nein. Kommt er hier durch? Nashorn? Oh mein Gott. Okay, er ist immer noch drauf, zum Glück. Und jetzt drehen wir. Wo backen wir hier gerade fest? Oh mein Gott, was ist hier los? Bitte konzentrier dich. Einfach nur fahren, ja? Nein. Ich hänge fest, wird immer wieder zurückgesäppt. Ich weiß nicht, ob das hier an Rambo liegt. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen hier raus. So, vielleicht war es das ja schon. Nein. Dann noch mal ganz kurz runter. Kompletti. Jetzt schauen wir jetzt noch mal, ob er wieder klarkommt. Okay, da kommt er klar. Okay, dann müssen wir jetzt noch eine Runde drehen. So. Ich glaube, so sollte das ja eigentlich klappen, oder? Ja, das sollte so klappen. Gut, Rambo muss natürlich mit. Den brauchen wir zur Mauer und Haus einreißen. Und jetzt... Du bist da ziemlich im Weg, Mr. Bieber. Hallo? Mr. Bieber? Was das hier für ein Film ist, ne? Oh, bis ich alle Dinos da drüben habe, da vergehen wahrscheinlich Jahre. Bis dahin hat er wahrscheinlich einen Giga getamed. Aber die Reise geht los! Na, 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 na. Oh, da hinten sehen wir sogar schon Deku Space, ne? Da komplett der Fels nach oben. Das sieht doch schön aus. Ein Nashorn passt drauf. Ich habe einige Raptoren. Also ich werde bei T-Rex wahrscheinlich... Oh nein! Der T-Rex hat ja, glaube ich, noch gar keinen Sattel. Also einer. Die Kanus haben auch keine Sattel. Dann müsste ich alle Raptoren eigentlich auf einmal mitkriegen. Kennt ihr dieses eine Rätsel, wo man irgendwie eine Gans, einen Fuchs, irgendwie Gemüse und keine Ahnung, irgendwas auf die andere Flussseite kriegen muss? So ähnlich ist das hier gerade mit meinem Floß. Also, alle folgen und rüberrennen lassen ist, glaube ich, zu breit. Guck mal, das ist hier wieder rein. Das ist hier einfach so eine natürliche Festung. Da kommt man gar nicht durch. So eine... Oh, da sind wir gerade irgendwo gegengefahren. Aber es sieht eigentlich alles gut aus hier unten. Der Hai ist natürlich genau auf unserer Route. Und sowas würde uns natürlich dann auch wegfressen. So ein Hai würde uns angreifen, würde uns wichtige HP unserer Dinos klauen, die wir dann später natürlich brauchen. Deswegen ist die Taktik jetzt so. Einsammeln. Wahrscheinlich auf die Redwood-Seite. Hier, ich zeige euch das nochmal eben. So. Ich bin im Arschloch vom Nashorn. Oh, ich fahre hier gerade ganz komisch. Da gibt es noch so eine kleine Insel. Ich glaube, da müsste ich erstmal hin. Und dann kann ich von dort aus mit der ganzen Mannschaft rüberrennen. Weil das, was ich jetzt gerade habe, ist viel. Aber es muss auch alles lebendig drüben ankommen. Das wird nochmal das Problem. Und oh, wo bin ich denn da schon wieder gegen geknallt? Wir schauen mal lieber hier unten nach. Oh, ja, das sollte aber eigentlich gut ausschauen. Und schaut euch einfach mal die Anzahl der Haie an. Also hier ist ordentliches Terö. Und die Quallen sind, glaube ich, auch gar nicht so schwach. Also da hinten, wo der Baum ist, dort sollten alle Dinos sein. Und wir cruisen jetzt extra nochmal hier so an den Rand lang, falls Dick uns sehen sollte. Dass er uns nicht weggeiert. Oh, haben wir nochmal ein bisschen Kaka gemacht. Geschwindigkeit ist vollkommen in Ordnung. Dahin müssen wir und ich glaube dahin die kleine Insel, dann habe ich immer noch einen ziemlich weiten Weg, aber der ist sicher. Oh, und dann werden wir da richtig eskalieren, meine Freunde. Also, Granaten haben wir am Start, wir haben Bolas am Start, wir haben ein paar Pfeile, sind jetzt nicht ganz so viele am Start. Also ich glaube, diese ganze Folge brauchen wir noch, um den Überfall zu planen. Ich sehe gerade auf meinen Timer, 15 Minuten haben wir noch. 10 Minuten haben wir schon fast vergeicht hier.
Uiuiuiui. Also hinten sollten so langsam unsere Dinos auftauchen. Und ich glaube, das ist ein guter Ankerpunkt, wenn ich von hier drüben auf die kleine Insel cruise. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Der Weg ist nicht ganz so weit. Schauen wir mal kurz hier rüber. Wenn ich natürlich... Also der Punkt wäre natürlich am besten, wenn ich einfach so drüber cruise. Aber dann sind die Dinos doch erstmal alleine, wenn ich die anderen Dinos hole. Und nee. Da lieber dorthin, alle auf einen Punkt. Und dann rennen wir als geschlossene Armee rüber. Weil ich glaube, ich bin immer noch im Vorteil. Weil ich einfach schon zwei Rexe habe. Ich habe Kanos, ich habe Raptoren, ich habe alles. Damit fühle ich mich doch sehr sicher. Also wir... Hallo? Okay, doch kein Grund. Wir werden jetzt das Rhino noch ein bisschen umparken. Ich würde sagen, da die ganzen Raptoren ja auch keinen Sattel haben, wird es super schwierig, dieses Floß noch hier zu beladen. Aber es muss noch was drauf. Wenn ich jetzt so losfahre, nur mit dem Rhino, dann ist das zu wenig. Also ich versuche es mal so. Man kann ja leider nicht rückwärts fahren. Ich muss jetzt irgendwie so mal ein bisschen abbremsen. Mit dem geht es jetzt ein bisschen zurück. Einparken muss jetzt natürlich gekonnt sein. Oh, ich muss eigentlich komplett an den Rand. Oh! Zurück! Alter, das kann ich komplett vergessen, aber sowas von. Wir lassen das und versuchen jetzt einfach so schnell wie möglich so viele Dinos wie möglich rüber zu bekommen. So, alle folgen. Terrorbird haben wir auch am Start hier. Alter, das sind so viele. Boah, soll ich nicht einfach rüberfahren? Ich glaube, ich bin wirklich schneller, wenn ich die einfach alle so rüberziehe und dann aufpasse, dass uns kein Hai anfrackt. Ich glaube, das mache ich. Digga, es wird wahrscheinlich alle sterben. Risiko, Leute. Okay. Wir schauen kurz. Unterwasser-U-Boot. Da hinten haben wir schon den ersten Hai. Wir müssen da natürlich reinspringen und... Oh, drei Haie. Eieiei, das wird böse. Dann könnte ich natürlich auch direkt dahin fahren, ne? Warum fahre ich denn überhaupt darüber? Oh, scheiße. Nein, die kriegen schon Damage. Und gar nicht wenig. Okay, aggressiv. Aggressiv pfeifen. Hallo. Was ist da los? Angreifen! Angreifen! Oh nein, wir müssen zurück. Das ist zu krank, das ist zu krank. Oh mein Gott, das war gar nicht gut. Genau das, was ich meinte. Opa ist das auch noch. Warum greifen die denn alle nicht an? Oh mein Gott, das wird richtig böse. Ich muss da... Ich habe kein Schwert dabei. Komm! Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Das war richtig dämlich. Warum kann ich denn nicht angreifen? Nein. Oh mein Gott. Terrorbird ist down. Oh, das war so dämlich von mir. Ich glaube, ich muss Abbruch machen. Abbruch, ich brauche irgendwas anderes. Hallo? Ja? Kommt einfach her. Keine Munition mehr. Kommt einfach her. Habe ich hier irgendwas am Start? Ja, die habe ich dabei. Oh nein, da hinten kriegen die langsam Damage. Das war so dämlich. Das war wirklich so dämlich. Ich dachte, ich schaffe das, aber das ist ja wirklich so eine Barrikade. Komm, ihr müsst nur rüberkommen. Rüber, rüber, rüber. Nashorn, komm, komm. Oh. Ja, mit dem Nashorn auch noch schnell rüber. Und dann gehe ich da hinten hin. Dein Raptor wurde umgebracht vom Level 11. Oh, das ist alles so Käse. Oh. Und da hinten sind immer noch die ganzen Rexe von mir, die so viel Damage gerade kriegen. Ich muss da jetzt kämpfen. Ich kann nichts anderes machen. Wohin cruisen die denn eigentlich? Pfeifen! Ja, ich muss jetzt drauf gehen. Yatzi! Kämpfen! Ausdauer habe ich noch. Oh, die sind schon alle so down. Oh, der eine ist schon fast tot. Ich weiß nicht, wohin die gerade cruisen. Cruisen die gerade zum
Warte mal, Folge pro Bosser. Das machen die aber nicht. Ja. Piranha ist ja auch noch am Start. Hallo, folgt mir doch einfach. Ich muss jetzt einfach auf Opa. Einfach abhauen. Nein. Nein. Und die alle folgen mir auch wieder. Ich muss einfach drauf. Komm. Digga, das ist so scheiße hier gerade. Das ist so scheiße. Alles wird hier gerade geplättet und ich kann nichts machen, weil die Dinos mir nicht mehr folgen. Follow, 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 follow. Ja. Rex. Nur mein Rex soll überleben. Das sieht gut aus, oder? Ist das? Nee, das ist ein Kano. Ey, ganz ehrlich, meine Dinger geht drauf, meine Rexe. Das kann ich nicht lassen. Ich muss wieder zurückgehen. Ich muss drauf. Oh, das sieht gut aus. Jetzt kann ich eigentlich auch rüber, oder? Nein. Followt mir bitte einfach. Ich will wieder zurück. Ich bereue es übertrieben gerade, was ich hier mal gemacht habe. Ich brauche wieder eine neue Armee. Ich weiß jetzt ja, wo er wohnt. Der Überraschungsmoment ist jetzt immer noch auf meiner Seite. Aber der T-Rex ist immer noch da hinten. Warum? Digga, kommt doch einfach her, bitte. Alles neutral? Ist, glaube ich... Kommt einfach! Kommt doch einfach her! So, ja. Einfach rüber. Einfach hier rüber. Es geht alles down. Alles stirbt jetzt hier langsam weg. Oh, mein Raptor ist tot. Alles geht down. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Oh, das mache ich nie wieder. Deko weiß, wo ich wohne. Ich muss jetzt... Ich mache das jetzt anders. Was? Ich muss jetzt auf meinen guten Rex drauf. Digga! Nein, er überlebt das nicht. Er wird das nicht überleben. Nein! Das kann nicht denn jetzt sein! Ich force feed, aber es geht nicht! Schnell! Ich habe alles verloren, meine Freunde. Ein schwarzer Tag für mich, aber sowas von. Weil einfach die Dinos mir nicht gehorchen unter Wasser. Ich mache Follow, ich mache alles. Nichts funktioniert. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht machen sollen. Komme ich überhaupt mit irgendeinem Dino hier raus? Na gut, ich habe jetzt wirklich sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und ich werde weiterhin angegriffen. Es ist noch nicht mal safe, dass ich das hier überlebe. Oh mein Gott. Es ist nicht safe, dass ich das hier überlebe. Ich muss gleich satteln im Notfall. Wenn nichts mehr geht, sattel ich. Hallo. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Alles ist tot von mir. Komplett alles. Schnell. Respawn. Alter, ich habe nichts mehr. Ich habe absolut nichts mehr. Oh mein Gott. Niemals hätte ich das gedacht. Niemals hätte ich wirklich das gedacht, dass ich jetzt alles verliere. Oh mein. Scheiße. Okay. Ja. So waren wir wieder bei Null. Gut. Das Gute ist, es gibt eigentlich nichts Gutes. Oh, ich wollte doch nur Deko auf der anderen Seite angreifen. Oh, ich habe einfach die ganzen Dinos so falsch eingeschätzt, dass sie so stark sind. Oh mein Gott. Ja. Wahrscheinlich rastet ihr gerade richtig aus in den Kommentaren. Gut, aber ne, kein PvP-Wissen kann dann leider passieren. Ich muss mich jetzt so schnell wie möglich mit allen Dinos, die ich irgendwie nur ansatzweise habe, muss ich jetzt irgendwie zurückgehen. Ich starte wieder komplett bei Null. Ich brauche einen guten Dino nur. Einen guten Dino. Ich habe, was Ressourcen angeht, habe ich immer noch den Vorteil.
Aber ich darf jetzt nichts verschwenden. Ich muss jetzt alles zurückhauen. Alter, ich habe alles verloren, ey. Wirklich alles. Ich muss, glaube ich, zurückrennen, oder? Hier habe ich meine Granaten im Notfall dann noch. Das ist ja nicht mehr versteckt, so wirklich. Oh, wenn er meine Granaten hier rauszieht. Wo sind meine Granaten eigentlich? Ah, habe ich im Inventar. Ich muss eigentlich zu Fuß gehen. Nee. Wenn er das Ding leert und meine 10 Granaten bekommt, das wäre zu übel. Ich könnte jetzt einfach so versuchen, mit meinen 10 Granaten reinzugehen und hoffen, dass ich da irgendwas plündern kann. Aber sobald er auch nur einen starken Dino hat, bin ich ciao. Gut, man muss ja sagen, das gleiche gilt auch für Deko, wenn er mich angreifen will, dass ich auf der anderen Seite bin. Oh mein Gott, ey, ich komme darauf immer noch nicht klar. Ich habe 2 Rexe verloren, ich habe 10 Raptoren, 2 Kanus, 1 Allo. Busa. Natürlich könnte ich mir jetzt wieder meinen ersten Raptor holen, aber ich habe leider nichts zum Downschießen, glaube ich. Oder? Hallo? Wir laufen erstmal wieder weiter. Raptoren können wir noch zu Genüge holen. Ach, was für eine Scheiße. Rege ich mich gerade auf hier? Hey. Oh, wir hatten so einen geilen Vorteil. Warum? Warum habe ich es nicht einfach mit den Flößen gemacht? Ich wollte schnell, schnell machen. Wie immer. Und jetzt haben wir das Problem. Ich glaube sogar, ich muss umziehen. Deko weiß, wo ich wohne. Obwohl Deko denkt immer noch, dass ich super viele Dino habe. Ich muss ihn einfach in einer Nacht- und Nebelaktion muss ich ihn raiden. Muss ich so viel Damage verursachen, wie es geht. Ich muss jetzt auf Waffen gehen. Auf Raketenwerfer. Ich gehe jetzt einfach auf solche Sachen, auf Technik-Sachen. Auf Dino-Sachen habe ich jetzt gerade keinen Bock, weil ich komme da einfach nicht so geil rüber. Oh, Raketen wären geil. Polymer müsste ich dafür jetzt klar machen. Zement hätten wir am Start. Oh, und ich dachte, ich könnte das Projekt sogar jetzt schon beenden, indem ich ihn in dieser Folge Maß nehme und dann in der nächsten Folge das nächste Mal. Aber nun gut, wir haben alle Dinos verloren und eiskalt ein PvE-Leben. Mir fällt echt gerade nichts dazu ein, was ich sagen soll. Oh. Eieieiei. Gut. Also, nichtsdestotrotz. Oh, die Folge ist auch schon fast vorbei, ne? Ich habe eiskalt noch 2 Minuten 30. Ihr wisst ja, was in dieser Folge passiert ist. Oh, einen Raptor habe ich noch. Oh. Ein letzter Raptor, den ich nicht mitgenommen habe. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich wenigstens noch einen habe. Also ich werde jetzt in Richtung Winterbiom gehen. Ich brauche Obsidian. Oh, 2 Raptoren. Da habe ich eigentlich keinen Bock, mich jetzt mit zu bitchen, bevor ich jetzt auch noch meinen nächsten oder meinen letzten Raptor da verliere. Also wie gesagt, Deko weiß davon nichts. Wir konzentrieren uns auf die Gold Games. Wir konzentrieren uns darauf, schöne Waffen zu bekommen, damit wir ihn mit Technik dann überrumpeln können. Deko wird locker nicht an Zement rankommen und wird locker auch nicht an Polymer rankommen. Das heißt dahingehend, wenn wir Waffen haben und seine fetten Dinos weghämmern mit Raketenwerfer und Shotgun, dann sehe ich eigentlich sehr, sehr gute Chancen. Ich habe sogar Granaten. Wenn ich den Highspot bekomme und selbst wenn er viele Dinos hat, da bin ich sehr gut aufgestellt mit Granaten und guten Waffen. Bräuchte ich jetzt nur noch einen schnellen Dino. Und da werde ich mir jetzt in der nächsten Folge auch so einen Berglöwen sehen. Ja, meine Freunde, home sweet home. Nur ohne Dinos und ein PvE-Leben weniger. Den Blue Drop holen wir uns noch. Da haben wir auch direkt einen Raptor. Und ja, wir kümmern uns dann jetzt gleich auch um so einen Rex, den man einfach so zwischenzeitlich mal zähmt, um einfach was zu haben. Wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Da kommt natürlich noch einer. Zum Glück habe ich... Okay, es kommen einfach gleich 4. Okay. Der Sieger, was ist hier los? Alter, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht.
Damit wäre, glaube ich, die erste Folge vorbei und auch die schlimmste Folge ever. Muss man ja leider mal so gesagt haben. Ich nutze jetzt hier nochmal kurz die Zeit, die ich noch habe, um meine Rüstung zu reparieren. Und ich muss noch meine ganzen Sachen, die ich drüben habe, natürlich retten. Meine Granaten etc. pp. Und Heidewitzka! Weil ich mal eben schnell machen wollte, habe ich so gut wie alles verloren. 2 PvE-Leben verloren und ja. Muchachos! Das war sehr unüberlegt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, bis dann reingehauen.